das hier? Das ist gestreift. Ach, das ist gestreift. Nein, nein, wenn wir erst nach dem Essen anfangen, wird es zu spät. Da, Frau Winkelmann. Dreieinhalb Metern aus. Mein Gott, was hier alles so rumsteht. Ich schreibe Ihnen das auf. Paul? Gleich, Mama. Ein bisschen blass sieht er aus. Er müsste mehr an die frische Luft. Dafür ist er ein bisschen voller geworden. Also 3,5 Meter englische Schurwolle A182, das sind insgesamt 637 D-Mark. Sag mal, Pussy, wie viel wiegst du jetzt eigentlich? Danke sehr, meine Frau ruft Sie dann an. Mama, ich hatte dich so gebeten, wenn ich bediene... Ja, ja. Wir wollen Sie ja nur erinnern. Ich weiß, wir haben heute unseren Spielabend. Denkst du dran? Du hast da was. Und sag nicht immer Pussy zu mir. E? R. Er. 2 Punkte. Na, viel ist das ja nicht. Mir reicht's. Maxim, du bist dran. Moment, Moment. Hundnase. Was soll denn das sein? Was das sein soll? Das ist doch kein Wort. Hundenase ist doch ein Wort. Hundenase, Tante Mechtelt. Es heißt Hundenase. Sag ich doch. Da fehlt das E. Hundenase wird mit E geschrieben. Ich hab nur ein E. Dann können Sie das eben nicht legen. Aber es ist ein gebräuchliches Wort. Tante Mechtelt, du legst jetzt was anderes. Hundenase. Hab ich nie gehört. Bitte sehr. Bitte sehr. Schwanzhund. Ja, das sind 57 Punkte. Vielleicht erklären Sie uns, was ein Schwanzhund ist. Was muss man denn da erklären? Also ich kenne das Wort nicht. Ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ach nee, Maxi. Jeder Hund hat einen Schwanz. Sie müssen sich schon ein bisschen an die Regeln halten. Das heißt ja auch nicht Schwanzkuh. Immer legt sie solche Worte. Aber es gibt Hunde ohne Schwanz. In meinem Hause nicht. Mama hat recht. Ihr habt einfach einen zu kleinen Wortschatz. Also Mechtelt. Ja, ja, ja. Dann hätte ich vorhin auch meine Quallenknödel legen können. Wenn man sich nicht an die Spielregeln hält, macht es keinen Spaß. Bin ich hier in der Schule oder was? Du kannst mich ja rufen, wenn die Damen sich geeinigt haben. Paul? Ja? Gehst du in dein Zimmer? Ja, Mama. Was hat er denn? Ach, der hat nichts. Das ist Pauls Gurke.